Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Portale in die Unendlichkeit. Im letzten Part haben wir uns aufgemacht, um endlich Somnien anzutreffen, wegen der wir ja eigentlich hier in dieser Welt sind. Wir sind hier jetzt auf dem Genovia-Pfad in Richtung des Ortes, wo sie auf uns warten wird. Und hier gibt es Meistergriff, was mir nicht so ganz gefällt, denn die sind verdammt stark, wie ihr sehen könnt. Hui, ich habe jetzt mal ein bisschen leiser gemacht. Ich hoffe, das ist jetzt nicht weiter zu laut. Oh, verdammt nochmal. Das hat ein bisschen wenig Schaden gemacht und ich merke gerade, dass wir die V-Welle Kampf aktiv haben leider. Und das gefällt mir gerade gar nicht. Wegen dem Meistergriff. Die sind hier verdammt gefährlich. Auch ohne V-Welle schon, aber... wieso schon wieder? Komm schon, ich muss Doppelhieb immer wieder opfern. Oh, ich treffe einmal nicht. Ich merke gerade, Fnupsi hat nur noch Donnerwelle im Moment aktiv. Das ist ziemlich dämlich. Deswegen setzt auch kein Ruckzuckhieb ein, wie ich gerade merke. Natürlich sehr schlau. So. Sehr schöne Finte eingesetzt. Also nicht die Attacke Finte, sondern eine Finte benutzt quasi. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich wollte jetzt mal Elektroball einsetzen. Also von Fnupsi aus. Du machst ordentlich schon Schaden. Naja, so viel nicht. Okay. Was machen wir da jetzt? Mach's nochmal. Na, es reicht, okay. Okay, aber dafür gibt es auch relativ viele Erfahrungspunkte. Also jetzt wieder Attacken auswählen. Wie lange sind eigentlich die Attacken von Pikachu schon also deaktiviert quasi? Nee, das mache ich nicht. Da gehe ich nicht lang. Allein schon mit dem Meistergriff. Und hallo Mebrana. Schlitzer. Ruckzuckhieb. Endlich ist er auch mal wieder aktiv. Ich wusste doch, irgendwas fehlt in den letzten Zeiten. Und es war der Ruckzuckhieb, der gefehlt hatte. Habe ich so ein bisschen vermisst. Wenn ich von hier aus reingehe, dann treffe ich nicht direkt auf das Meistergriff. Okay. Alles klar. Gut, von hier aus... Ah, da ist die Treppe. Sehr schön. Kommen wir endlich auch mal ein Schrittchen weiter, denn wir sind erst auf U2. Und das sind Singlebeere. Das finde ich sehr gut. Und da schläft ein Pokémon. Was irgendwie egal. Na gut. Ich hätte endlich so gerne meinen Drachentanz. Der ist langsam ziemlich wichtig. Das reicht. An Gladiantri ist das. So. Ich mache mal Drachenwut. Nochmal noch zugeben und reicht. Sauber. Ich bin gespannt. Gut, dass hier neben Meistergriff so viele unentwickelte Pokémon sind, wie Gladiantri und Grillmark und so weiter. Aber die sind trotzdem ein bisschen stark, muss ich sagen. Am meisten stimme ich immer auf Meistergriff. Ich werde das mal kurz meine Status wieder herstellen. Haha, ich wollte eigentlich... Na, ist ja auch egal. So. Kommst du zumindest her? Okay. Ich habe jetzt keinen Bock, dass du Volltreffer einsetzt die ganze Zeit. Das gefällt mir nicht. So. Muss ich aufpassen? Okay, es reicht. Gott sei Dank. Gott sei Dank. So, nach einem Energiefokus möchte ich keinen Treffer von einem Meistergriff abkriegen. Das gefällt mir gar nicht. Die Volltrefferchance ist da ein bisschen zu hoch. Und das macht mir eh schon so viel Schaden. Und ich hätte noch einen Silberblick reingekriegt, wenn ihr das eben noch mitbekommen habt. Ich muss kurz mal den Bildschirm wieder zurechtschieben. Und dann geht's weiter. Wo können die Treppe denn sein? Links? Nein, nicht Schuh schon wieder. Es gibt zu viele von dir. Nun gleich in Gladiantri. Und wieso treffe ich so selten? Und Geduld. Das sieht irgendwie komisch aus. Deine komischen Säulen standen da auch die ganze Zeit eben gerade. Ganz normal auf dem Boden. Das sah komisch aus. Aber ist egal. Gut, dass das Ding das drauf hat. Oh Gott, Funkenflug, das gefällt mir nicht so richtig. Dass uns beide damit triffst, das ist nicht so schön. Jetzt hör mal auf und sei besiegt, Mensch. Das gefällt mir nicht. So. Ich möchte gerne eine Stelle finden. Ich bin wieder da, wo ich eben war. Wo wir uns heilen können. Okay, ist nicht mehr so ganz nötig, glaube ich. Wenn ich jetzt hier lang gehe, bin ich in der Sackgasse. Das heißt, der ganze Weg hat sich überhaupt nicht gelohnt. Schön, ich gehe wieder zurück. Jetzt bin jetzt auch noch nicht schon wieder. Die meisten Pokémon sind hier bisher noch Meistergriff gewesen. Okay. Ich habe Angst, dass ich bald kein Doppelhieb mehr habe. Ich bin erst auf U2. Wenn ich mal erwähnen darf. Deswegen. Naja. So, mach mal bitte genug Schaden, Pikachu. Also, ein Donnerwelle bringt auf Boden-Pokémon schon mal gar nichts, aber Elektroattacken schon auf jeden Fall schon was. Das ist doch schon mal gut. Greif mal weiter an. Gut.
Ich wollte auf Nummer sicher gehen und dann kann ich die Donnerwedel, wie gesagt, aktivieren. Hier ist auch nichts. Mensch. Wir hätten von Anfang an, als wir das Ganze betreten haben, nach rechts gehen sollen. Da war nämlich auch die Treppe. Schön. Hat sich richtig gelohnt. Ich glaube, wir haben hier ein bisschen Pech, was das Treppenfinden betrifft. Das ist nicht so schön, aber man kriegt hier ziemlich viel Geld, muss ich sagen. Wie viel haben wir schon? Okay, na gut. Also wenn man mal Geld findet, dann ist es viel, aber sonst... Heuler ist jetzt nicht so schön. Ach, das war nur ein Feld entfernt. Drachenwut. Rucki-Zucki-Hieb. Heuler, es hilft dir nicht. Denn ich habe Drachenwut. Und Ruck-Zucki-Hieb hast du trotzdem nicht überlebt. Wunderfeld, wo bist du? Ganz dringend. Ah, da, sehr schön. Ah, nee, das war ein Goldbarren. Oh, okay. Das sah eben auf der Karte so aus, als war ein blaues Kreuz. Das heißt, so werden nicht nur Wunderfelder angezeigt, sondern auch ja, diese goldbaren Felder, die man nur mit dem Golddetektor dann finden kann. Und ich habe bald keine Drachenwut mehr übrig. Finde ich ein bisschen unschön. Und jetzt kriege ich hier Drops auf allen Seiten. Ich habe jetzt Angriffsdrops, Verteidigungsdrops, das gefällt mir überhaupt nicht. Meine Angriffe bringen kaum noch was, deswegen macht nur Drachenwut im Moment Sinn. Und ja, ein Schlag vom Meistergriff und ich bin tot. Wegen der gesenkten Verteidigung. Ah, immerhin. Immerhin das. Eine Treppe wäre mir noch lieber gewesen, aber naja, ist egal. Und Geld, Geld, Geld. Okay, und aufpassen. Nicht das Grillmark noch erwischen und dann geht's weiter. Okay, ich hoffe, der Dungeon wird nicht allzu lange dauern, denn das gefällt mir nicht mit diesem ganzen Meistergriff. Oh, Capuno. Meistergriff mit der V-Welle Kampf. Nee, 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 nee. Das hätte ich nur sehr ungern weiter. Wenn es so weitergehen würde. Ich habe die Vermutung, dass ein paar mehr Dungeons auf uns warten werden. Somit, Geld hätte ich gerne, ja. Somit warten noch ein paar mehr Tage auf uns, wo wir andere V-Wellen haben. So, wie gehe ich gegen dich vor? Hattest du Wasserring aktiv? Schlitzer! Und es war ein Volltreffer! Elektroball! Das reicht sehr schön. So, war das der richtige Weg? War das der richtige Weg? Komm schon. Ich laufe die ganze Zeit im Kreis. Kann das sein? Nee, ich laufe im Zickzack. Und es bringt mir nichts. Ich laufe mal ganz schnell wieder zurück. Da war nämlich im Pokémon. Und ich habe endlich, ja, sehr schön. Die Team-Attacke bin ich jetzt aktiv. Das ist sehr gut. Und das war viel zu viel Schaden, möchte ich meinen. Das waren 32. So viel Schaden mache ich gerade mal. Okay, das macht wiederum weniger. Schön. Bam. So, irgendein Pokémon ist uns da auf den Fersen. Das möchte ich gerne verhindern, dass es noch weiter so läuft. Ach, da ist die Treppe. Gott, sind das viele Wunderfelder. Oh mein Gott, ein Meistergriff. Ne, muss nicht kämpfen. Schnell, lauf weg. Tschüss. U5. Zumindest kommen wir ein bisschen voran. Es ist schon längst nicht mehr so gewesen, dass wir direkt in einen Raum gekommen sind, wo direkt dann die Treppe war, ne? Das ist ja ziemlich praktisch eigentlich, so langsam mal wieder, dass wir ein bisschen mehr Glück in den Treppen, mit den Treppen haben. Und Meistergriff, oh Gott. Doppelhieb. Donnerwelle. Wir haben ja... Ich riskiere nicht, dass wir jetzt die Teamattacke verschwenden. Oh, Meistergriff möchte ins Team aufgenommen werden, aber hallo, komm rein. So, okay, alter Schwede, Meistergriff? Interessant. Du bist doch verdammt groß, mein Freund. Eine sehr wichtige Expedition, deswegen hast du... Ja, ja, klar. Zurück, ich habe meinen Bildschirm angespuckt, sehr schön. Wie oft mache ich das eigentlich noch? So. Ich habe bald kein Schnitzer mehr, ich habe bald kaum noch AP. Ich muss öfters mal auf Gewissheit zurückgreifen. Jetzt die Frage, wenn ich bald Drachentanz bekomme, setze ich die Gewissheit weg? Also nehme ich die raus aus dem Repertoire oder die Drachenwut? Weil irgendwann wird mir die Drachenwut auch nicht mehr weiterhelfen, weil die anderen Attacken mehr Schaden machen. Das ist so meine Frage. Ich glaube, ich nehme die Drachen... Oh, wo ich gerade das Thema hatte. Oh, ich dachte für einen kurzen Moment, das ist doch das Meistergriff, was wir gerade mitgenommen haben. Nee, das haben wir nicht mitgenommen. Und ich wollte gerade eben sagen, wäre schön, wenn wir mal wieder in einem Raum landen würden, wo direkt die Treppe ist. Und das ist der Fall. Plopp. So, schön. Und weiter geht's. Alles klar. Ich denke mal, wenn wir den Drachentanz bekommen, und das ist eine Attacke, die ich auf jeden Fall in mein Repertoire mit reinnehmen werde, dann... jetzt haben wir wieder plötzlich Glück. Das ist auch sehr schön mit den Treppen. Dann werde ich auf jeden Fall Gewissheit rausnehmen. Das macht... Gewissheit sag ich schon. Drachenwut.
Weil Gewissheit kann man ja noch gebrauchen, ist von Typ Unlicht ganz schön praktisch eigentlich mit der Coverage. Und das war sinnlos, dass ich das jetzt eingesetzt habe, denn das ist nicht effektiv. Was tue ich da? Oh, ich krieg eine Fernattacke ab. Nein, lauft. Macht das Sinn so? Na, ist egal. Angriff ist gesunken, das interessiert hier niemanden. Ruckzuckieb. Aua, ist ein Volltreffer, okay. Ja, machen wir weiter. Okay, das reicht. Sehr schön, wenn man auf Distanz angreifen kann. Oh, natürlich bin ich paralysiert. Ach, das ist ja sehr interessant. Während der Paralyse kann man nicht die Teamattacke einsetzen. Das finde ich ja sehr interessant. Okay. Das bringt nichts, wenn ich jetzt noch weiter angreife. Trifft man nicht, das ist auch schön. Und jetzt kann ich wieder... Ich bin jetzt dazu geneigt, immer die Teamattacke einsetzen zu wollen, aber das brauche ich eigentlich nicht. Der Wasserring eingesetzt, das gefällt mir nicht so wirklich. Toll, Inhalt noch gesenkt, meine auch. Alles gesenkte Inhalt überall. Oh, das tut weh. So, jetzt sind wir ganz normal. Das war sinnlos. Ich wechsle mal weg. Ich wechsle mal weg. Du machst mir nämlich weniger Charme. Ich verbrauche so leicht AP, das finde ich ein bisschen schade. Aber wir haben noch Top-Elixier, ist ja kein Problem. Um 1, Angriff um 2, immerhin Verteidigung um 1. Spezialangriff brauche ich erst recht nicht. Um 1, Spezialverteidigung um 1. So hoch steigen die Werte leider auch nicht mehr an. Seit letzter Zeit. Auch ein bisschen schade, naja. Auf jeden Fall ein Pokémon und es schläft. Hier schlafen verdammt viele Pokémon auch. Das gefällt mir umso mehr. Geld! Und die Treppe. Oh, wir haben doch wirklich Glück jetzt in letzter Zeit. Sehr schön. Und wir sind durch. Ja, tatsächlich. Ich dachte kurz, wir wären noch vielleicht auf einem Zwischenspeicherplatz oder so. Aber nein, wir sind wirklich durch. Alles klar. Und wir können speichern. Und lassen uns doch gleich mal aus. Sehr gut. Ohne Singlebären oder Beliebersamen zu verschwenden. Das finde ich immer am besten. Gut. Irgendwie ganz schön dunkel hier. Ich kann kaum die Hand vor Augen sehen. Wir werden uns vorantasten müssen. Ich habe das Gefühl, das hier könnte der Ausgang des Dungeons sein. Wollen wir uns das mal genau ansehen, Fnupa? Na, gerne doch. Draußen ist es ja genauso dunkel. Ist es etwa schon Nacht? Das könnte sein. Sind wir hier etwa in einem Wald? Wie viel Zeit inzwischen wohl vergangen ist? Natara hat doch neulich gesagt, wenn man mit den Zugangskarten die Erdseen manipuliert, um einen Dungeon zu beschwören, wüsste man nie, was alles passieren kann. Könnte er das damit gemeint haben? Vielleicht beeinflussen die Zugangskarten ja auch irgendwie die Zeit. Na, es kann auch sein, dass die Reise durch solche Magna-Portale nicht allzu kurz ist. Also, man teleportiert sich ja nicht gleichzeitig. Vielleicht dauert so eine Reise auch ein bisschen länger und man merkt das eigentlich nicht. Naja, die beiden haben gesagt, dass wir direkt am Fuße des Berges Genovia rauskommen. Also denke ich, dass wir hier richtig sind. Ja. Alles klar. Somnia müsste demnach ganz in der Nähe sein. Doch Trikofalo auch. Aber in dieser Dunkelheit finden wir sie nie. Und wir wollen natürlich nicht plötzlich Trikofalo in die Arme laufen. Wir haben keine Wahl. Wir sollten erstmal hier draußen übernachten. Alles klar, dann tun wir das. Ich möchte aber jetzt nicht weiter den Dialog weiterführen. Das ist mir ein bisschen blöd jetzt, weil ich mit dem Part beende. Irgendwie schon ein unheimlicher Wald, findest du nicht auch? Sag mal, wie lange ist es jetzt her, dass wir aufgebrochen sind? Zu Fuß dauert das normalerweise ein paar Tage zum Berg Genovia. Also haben wir die Zugangskarten benutzt, um das Ganze ein wenig zu beschleunigen. Tja, ich hoffe mal sehr, dass nicht zu viel Zeit vergangen ist. Denn falls zu viel Zeit vergangen ist, ist wohl Somnian womöglich gar nicht mehr hier. Somnian, hoffentlich geht es dir gut. Ja. Aber es bringt ja doch nichts, sich jetzt darüber den Kopf zu zerbrechen. Heute sollten wir früh schlafen gehen, damit wir morgen frisch sind. Oh, aber was, wenn wir im Schlaf von Trikofalo angegriffen werden? Nein, ich darf gar nicht daran denken. Wir müssen jetzt schlafen. Gute Nacht, Fnupa. Alles klar. So. Und trotzdem geht der Dialog weiter, wie ich sehe. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Tatsächlich. Okay, meine Lieben. Ich glaube, ich nehme dann noch einen weiteren Part auf, wenn ich das jetzt kann. Das war's dann für heute. Wir haben es jetzt geschafft, durch den Genovia-Pfad zu kommen. Ich bin gespannt, ob wir jetzt bald Sau auf Somnium treffen werden. Vielleicht sehen wir es ja schon im nächsten Part. Bis dann und auf Wiedersehen.